Philipp, Mo und Julia, Kata, Tonne, Eberhard, DJ, Rocky, Nelly, Spy, Nico, alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress, ich will nach Hause. Pausenchecker, Chaos, Pflicht, noch mehr Spaß verträgst du nicht. Ihr Lieben, ist das nicht ein großartiger Tag? Wundervoll, nicht wahr? Ja klar, so wundervoll wie ein Wadenkrampf. Wir schreiben heute die Arbeit in Erdkunde. Schon vergessen? Ach, Erdkunde habe ich gar nicht für gelernt. Du hast nicht gelernt? Wieso das denn? Kata, bist du es wirklich? Was ist Erdkunde schon im Vergleich zur wahren Liebe? Wahre Liebe? Wieso das denn? Wie bist du denn drauf? Liebe regiert die Welt in jedem Land, auf jedem Kontinent. Wie viel mehr kann man in Erdkunde schon lernen? Okay, und gleich kommt noch Make Love Not War, oder was? Also ich glaube, die Skifahren sind dir nicht gut bekommen. Bist du gestürzt? Hast du eine Gehirnerschütterung? Ganz im Gegenteil. Ich war auf einem Maskenball und da habe ich einen Jungen kennengelernt. Ich weiß zwar nicht, wie er aussieht, weil er ja die Maske auf hatte, aber er war so intellektuell. Und wie waren die Skipisten? Was sind schon Skipisten im Vergleich zur wahren Liebe? Im Vergleich zu Kato? Kato? Was ist das denn für ein dämlicher Name? Kommt der aus Japan oder was? Das ist ein Wink des Schicksals. Wir sind seelenverwandt. Er heißt wie ich. Und schaut mal, was er mir geschenkt hat. Ein Einzelstück von seiner Uroma Katharina. Sie wurde genau wie ich Kata genannt. Ist das nicht romantisch? Kato hat eine Uroma, die Kata heißt? Na, die sind ja kreativ in der Familie. Hallo Leute, habe ich euch schon erzählt, wen ich im Skiurlaub kennengelernt habe? Meinen Traumtypen bei einem Maskenball. Ich weiß zwar nicht, wie er aussieht, aber er hat richtig Ahnung vom Shoppen. Ein echter Experte für Schönheit. Und wie waren die Skilifte? Ach, was sind schon Skilifte im Vergleich zur wahren Liebe? Julio ist einfach großartig. Julio? Ein Spanier. Wir sind seelenverwandt. Und schau mal, was er mir geschenkt hat. Moment mal, das ist doch... Wunderschön. Ein Einzelstück von seiner Uroma Julia. Ist das nicht romantisch? Julio hat eine Uroma, die Julia heißt? Na, die geben sich ja richtig Mühe mit den Namen. Ich habe ihn zwar erst einmal gesehen und ich weiß ja nicht mal, wie er aussieht. Aber ich bin mir ganz sicher, Kato ist mein Traumprinz. Mir geht's ganz genauso mit Julio. Er ist... perfekt. Mein Kato ist mehr als perfekt. Ich sag's mal so, mein Julio ist mehr als am perfektesten. Aber ich wette, er hat keine Ahnung von Poesie und Musik, dein Julio. Und dein komischer Kato hat mit Sicherheit noch nie was von trendy Klamotten und Schönheitspflege gehört. Für solche Oberflächlichkeiten interessiert er sich erst gar nicht. Oberflächlichkeiten? Wenn du erstmal eine Kolonie von freien Radikalen in deinem Gesicht hast und eine Orangenhaarplantage an deinen Beinen, dann... reden wir weiter. Okay, time out. Vertragt euch mal wieder. Ach, was soll's. Kato ist sowieso viel toller. Was? Das glaubst auch nur du. Mein Julio ist sowas von wahnsinnig romantisch und großzügig. Soll ich dir zeigen, was er mir geschenkt hat? Julia, was ich dich die ganze Zeit schon fragen wollte. Wie waren eigentlich die Skihütten? Mit meinem Kato kann er garantiert nicht mithalten. Der hat mir nämlich auch was geschenkt. Ein Einzelstück, jawohl. Okay, ich würde jetzt echt gerne mal mit euch über Sport reden. Nein, wir reden darüber. Was? Und ich sag noch, reden wir vom Sport. Ja, am besten übers Boxen, wenn ich den erwische, diesen verlogenen Mistkerl. Kato oder Julio oder wie er heißt. Naja gut, vielleicht ist Boxen doch nicht so das richtige Thema. Andere Vorschläge? Oh ja, Sprinten wäre besser für ihn, wenn er das gut kann, falls ich ihm noch mal begegne. Mir hat er über Literatur erzählt. Goethe, Schiller, Shakespeare. Und mir hat er die ganze Zeit gesagt, wie schön ich bin. Ich dachte, wow, der Junge ist ein echter Kenner. Das Problem ist halt, dass er diese Maske auf hatte. Wir werden wahrscheinlich nie rauskriegen, wer er war. Geschweige denn, wie viel Mädchen noch Ohrringe geschenkt hat. Hi Mädels. Ach, ich bin so glücklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Oder vielleicht doch. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendetwas vergleichbar... Wir haben schon eine richtig schlechte Laune, ja? Also nerv nicht drum und kommt zur Sache. Na gut, also wir hatten noch letzten Skiferien. Obwohl es ja eigentlich Winterferien heißt. Und wir sagen immer alle Skiferien, weil die meisten von uns zum Skifahren fahren. Ich frag mich, was wir sagen würden. Ich habe eine Idee. Wir machen ein Spiel. Alles, was du uns sagen willst, musst du pantomimisch darstellen. Dann quatscht sie wenigstens nicht mehr so viel. Oh je, ich weiß aber nicht, ob ich das kann. Ich muss doch immer... Jetzt mach. Okay, also es geht los. Ich weiß es, ich weiß es. Du hast Halsschmerzen. Wahrscheinlich von vielen Reden.
du. Haha, wie hätte ich da denn drauf kommen sollen? Du macht man doch so. Ja, aber sie meint doch mit du eigentlich ich, also ich anstatt du. DJ, mach weiter. Ich weiß es. Wir? Quatsch, das ist ein Herz. Weiter. Du hast dich verknallt? Oh! Was für ein Mistkerl! Ja. Oh. Ah, du drückst jemand die Daumen für die Erdkundearbeit? Nein, sie will ihn verprügeln! Also irgendwie habe ich das Spiel immer noch nicht kapiert. Und dabei war er der erste und einzige, der mir jemals richtig zugehört hat. Und ich weiß genau, wovon ich rede. Nämlich vom Zuhören. Nicht so wie mein Onkel Herbert. Der ist nämlich stocktaub. Also meine Mutter sagt immer stocktaub, aber ich finde, das ist ein komisches Wort. Ich meine, ein Stock, der kann doch gar nicht taub sein, oder? Halt die Klappe! Schreib mich nicht so an. Ich bin nicht taub, nur mein Onkel Herbert. Hi Mädels. Schaut mal, was ich gerade im Hof gefunden habe. Und dann dachte ich mir, ich frage doch mal, ob die euch gehören. Tu bloß die Dinger weg, oder? Warte mal, wieso sind das vier? Wir sind doch nur drei. Ja, also vielleicht einer für dich, zwei, drei... Und dann noch einer für dich. Stimmt doch, oder? Stimmt. Nee, Nico, stimmt nicht. Wo kommt der vierte Ohrring her? Ja, weißt du, das sind Zauberohrringe. Und die vermehren sich. Und wenn man da nicht aufpasst, dann werden das irgendwann ganz, ganz viele. Und dann versuchen sie, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Bei Weltherrschaft hat mir einer lief letztens so einen Film mit Außerirdischen. Die wollten auch die Weltherrschaft an sich reißen. Aber die hatten nämlich gar keine Ohren für Ohrringe. Egal, auf jeden Fall war da dann noch so eine Frau und die hat sich in den einen Außerirdischen verliebt. Hey, DJ, komm mal wieder zurück auf die Erde. Wo wir gerade von der Erde sprechen. Ich glaube, es ist höchste Zeit, die Ohrringe zu eliminieren. Bevor sie sich noch weiter vermehren. Sonst droht uns eine Invasion der Ohrringe. Hier geblieben! Nico! Ja, das, die Ohrringe-Invasion! Und ich wusch volle Kanne die schwarze Piste runter. Eine schwarze Piste? Ich dachte, du warst Skifahren. Sind Skipisten nicht weiß? Natürlich sind Skipisten weiß, aber es gibt blaue, rote und schwarze. Aha. Jetzt weiß ich wieder, warum ich keinen Sport mache. Das versteht doch kein Mensch. Hey, Tonne, guck mal, wir haben schon wieder Fasching. Sehr witzig. Ach, sag mal, Nico... Oder doch lieber Kato. Oder besser Julio. Lass uns doch lieber mal über die Skipisten reden. Wie war es denn bei denen, Ferien? Ach, Skipisten. Ich habe das Gefühl, es gibt viel schillerndere Themen und mehr Glamour. Du, Nico, heißt deine Uroma eigentlich Nika? Mir dann. Bitte? Was ist Erdkunde schon? Nein. Doch. Yeah.